Hallo, ich bin Martin Zwiegel und ich erkläre Ihnen heute, wie Sie zu einer E-Mail-Adresse kommen. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, eine E-Mail-Adresse zu bekommen und darum werde ich versuchen, das Thema ein wenig zu streuen. Viele von Ihnen haben sicher schon einmal etwas im Internet gegoogelt, also die Suchmaschine von Google verwendet und im Internet nach etwas gesucht. Das ist der Grund, warum wir uns auch dem Free Mail von Google, also Google Mail, als erstes widmen. Dazu geben wir hier oben in der Adressleiste als erstes die Adresse von Google Mail ein. Mail.google.com. Und erstellen hier rechts oben ein neues Konto. Wir wählen einen Vornamen, einen Nachnamen und suchen uns hier eine gewünschte E-Mail-Adresse aus. In unserem Fall entscheiden wir uns für mmuster1975. Hier können wir die Verfügbarkeit auch prüfen. Mmuster1975 ist nicht mehr verfügbar. Das hat den Grund, dass ich diese E-Mail schon vor kurzer Zeit reserviert habe. Wir wählen hier ein Passwort und bekommen hier auch gleich eine Aussage darüber, wie gut unser Passwort gewählt ist. Passwort wiederholen aus Demonstrationszwecken wollen wir hier nicht angemeldet bleiben und für den Start empfehle ich Ihnen hier auch das Webprotokoll zu deaktivieren. Die Sicherheitsabfrage ist dafür gedacht, wenn Sie Ihre Zugangsdaten verlieren, dass Sie diese unter Umständen im telefonischen Support mit Google wiedererlangen können. Wir nehmen hier einfach eine eigene Frage, zum Beispiel, welcher ist mein Lieblingsfilm? Als Antwort in meinem Falle Casablanca. Ebenso würde die alternative E-Mail-Adresse zur Authentifizierung Ihres Kontos dienen, falls eben Probleme auftreten oder Sie Ihr Passwort vergessen haben. Standort in meinem Fall Österreich, Geburtsdatum . Wir gehen noch die Sicherheitsabfrage ein. Und wenn ich hier den allgemeinen Nutzungsbestimmungen und den Programmrichtlinien zustimme und diesen Button betätige, dann habe ich auch schon in kurzer Zeit mein Konto erstellt. Wie gesagt, ich habe dies schon vor kurzer Zeit gemacht. Hier kurz noch einmal eingeloggt mit mmuster1975. Dem Passwort anmelden und schon kann ich auf meine E-Mails auf den Namen mmuster1975@gmail.com zugreifen. Die einzelnen Mechanismen wie Spam, Schutz, Virenschutz und ähnliches, wie man also ein Postfach bedient, schnell bedient, verbessert, zeige ich Ihnen in einem weiteren Kurs. Aufgrund meiner eigenen Vorliebe und den aus meiner Sicht zwar kostenpflichtigen,
aber dennoch sehr schönen Möglichkeiten wenden wir uns an zweiter Stelle der von der United Internet AG betriebenen GMX-Mail zu. Dazu geben wir auch hier die Adresse von GMX ein, gmx.at. Wählen hier den Freemail-Login und wollen uns hier ein Konto anmelden. Hier kommt noch einmal Werbung. Im Vergleich das Freemail-Angebot von GMX zu zwei anderen Bezahlprodukten, dem Pro-Mail und dem Top-Mail. Auf diese beiden gehe ich später in einem eigenen Screencast ein. Wir melden uns hier für das kostenlose Freemail an. Der Vorgang für die Registrierung ist hier sehr ähnlich wie beim Google Mail. Ich wähle hier Anrede, Vornamen, Nachnamen, Straße, Postleitzahl, Ort, Land, Geburtsdatum, wähle eine Wunsch-E-Mail-Adresse aus. Hier entscheide ich mich für mdummy1899. mdummy1899 ist auch nicht mehr verfügbar, da ich diesen auch gerade erst vor kurzem reserviert habe. Ebenso hier wiederum ein Passwort. Und auch hier bekommt man wieder Auskunft darüber, wie gut das Passwort gewählt ist. Wiederhole das Passwort. Wieder eine Geheimfrage, um bei entsprechenden Schwierigkeiten ein Passwort für den Support zu haben. Auch hier wieder eine Sicherheitsabfrage. Hier gibt es noch die Möglichkeit für ein weiteres kostenloses Zusatzangebot, indem man einen Organizer, also einen Kalender bekommt und frei SMS bzw. MMS pro Monat versenden kann. Ich wähle dieses nicht an, ich möchte nur das Mail-Programm von GMX nutzen, stimme den allgemeinen Geschäftsbedingungen etc. wieder zu und lege hiermit mein E-Mail-Konto an. Das war's auch wirklich hiermit wieder schon erledigt. Ich gehe hier auf Login, wähle hier den mdummy1899 mit meinem Passwort, Login. Und wenn ich mich nicht vertippt habe, dann bin ich jetzt auch hier wieder in meinem E-Mail-Konto. Weiter zum Postfach, auf die Werbung hin. Das Webinterface sieht etwas anders aus als bei Google Mail. Auch auf dies werden wir in einem weiteren Screencast näher eingehen. Bei den zwei bisher genannten Anbietern müssen Sie entweder mit einer E-Mail-Adresse wie wunschname@gmail.com oder wunschname@gmx.at, @gmx.net oder ähnlich leben. Wenn Sie zum Beispiel eine E-Mail-Adresse wie wunschname@meinewunschdomain.com haben wollen, dann müssen Sie eine Domain registrieren. Was ist eine Domain? Werfen Sie dazu einen Blick in unsere Wissensdatenbank, dort wird das in kurzen Sätzen erklärt. Wir gehen hier auf die Adresse von hosteurope.at und sehen hier uns
kurz nach den E-Mail-Produkten um. Webposting, E-Mail, Domains und E-Shops gehen hierzu weiter und entscheiden uns für ein E-Mail-Produkt. Mail Basic scheint ein sehr günstiges Angebot zu sein, für das nur eine einmalige Einrichtungsgebühr zu bezahlen ist. 10 Euro finde ich für dieses hier nicht so viel. Man bekommt bis zu 5 E-Mail-Konten, 2,5 GB E-Mail-Speicher. Damit kann man als Frau und Herr Otto-Normalverbraucher schon etwas anfangen und darf auf diesem Speicherplatz auch 30 E-Mail-Adressen anlegen. Mehrere E-Mail-Adressen anlegen ist immer sehr hilfreich, wenn man sich zum Beispiel mit einer E-Mail-Adresse für ein Gewinnspiel einträgt. Man richtet sich eine E-Mail-Adresse ein, nimmt am Gewinnspiel teil und wenn man auf diese E-Mail-Adresse dann irgendwann zu viel Spam-Mails bekommt, dann löscht man diese E-Mail-Adresse einfach wieder. Aus diesem Grunde ist es immer recht hilfreich, wenn man mehrere E-Mail-Adressen einrichten kann. Wenn man hier nun weitergeht, kommt man in einen Bereich, wo man hier seine entsprechende Domain wählen kann. Wenn ich hier zum Beispiel zwiegel.com eingebe und die Domain prüfen lasse, dann wird mir die Seite sagen, dass diese Domain nicht mehr frei ist. Ist auch kein Wunder, ich besitze diese Domain schon. Nehmen wir in diesem Falle einfach max-muster, sehen wir noch nach. Diese Domain ist noch zu haben und könnten diese Domain mit diesem Haken in dieser kleinen Box nun auch bestellen. Man wählt jetzt dann noch das eben der entsprechende Produkt dazu aus, Mail Basic, kann zum Beispiel hier noch für einen kleinen Obolus mehr einen Virenschutz erhalten. Das Ganze läuft auf eine Mindestvertragszeit von 12 Monaten mit dem entsprechenden Speicherplatz und kostet, so wie wir uns das bis jetzt ausgewählt haben, 10 Euro. Wenn Sie hier auf Weiter gehen, können Sie noch eine Domain zusätzlich einkaufen, falls Sie das wollten. Wir wollen das in unserem Fall nicht. Wir haben unsere Wunschdomain schon ausgewählt. Und gehen auch hier weiter. Ab hier geht es dann eigentlich nur mehr mit den persönlichen Daten weiter zur Bezahlung und wenn Sie dies gemacht haben, dann hätten Sie die Möglichkeit, E-Mail-Adressen aufzusetzen, die auf Ihre eigene Wunschdomain lauten. Zum Beispiel eben ich@meinewunschdomain.com. So, das war's auch schon wieder für heute. Es war wieder etwas länger, als ich gedacht habe. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich schon auf den nächsten Screencast.